Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trollface Quest Video Game Edition. In der letzten Folge haben wir 10 Trollomons eingesammelt und deswegen haben wir jetzt dieses neue schöne Level. Und das spielen wir jetzt auch. Guck mal, wir sind der Allerbeste auf dem Klo. Okay. Pookie Stop. Das ist witzig, weil Poo heißt Scheiße. Okay, wir haben einen Pokéball. Den können wir werfen und verletzen uns dann selber. Alles klärchen. Ich habe mich schon. Wir haben Bucketion. Ach, das soll das Pokémon sein. Okay, dieses komische Saubermachgerät soll ein Trollomon sein. Den können wir an. Achso, ich habe vergessen. Moment, hier. Hit. So, damit ihr auch seht, was ich mache. Also wir können den anklicken und dann wobbelt der nur rum. Wir können bestimmt auch irgendwas mit dem Klopapier machen, oder? Können wir vielleicht abspülen? Das ist der Pokestop. Den müssen wir... Pokestops muss man natürlich drehen. Ich habe jetzt hier neue Befehle übrigens eingestellt. Hier zum Beispiel, dass ich nach links swipe. Hui, hui. Und jetzt geht das nämlich auch alles. Und ihr könnt trotzdem sehen, was ich mache. Yay. Anders geht das leider nicht auf dem iPad. Ja, keine Ahnung, Leute. Pokestops muss man eigentlich drehen. Aber irgendwie funktioniert das hier nicht so gut. Vielleicht müssen wir unsere Käppi drehen. Scheinbar auch nicht. Aber dann müssen wir doch bestimmt das Klopapier abrollen. Komm, mach doch das Klopapier jetzt weg. Keine Ahnung, Leute. Wenn wir es draufwerfen, dann töten wir uns halt selber. Wir müssen vielleicht irgendwas mit dem Besenstiel hier machen, aber den kriegen wir da ja nicht raus. Was können wir denn mit diesem blöden Pokéball machen? Wir haben leider auch keine Hinweise mehr, deswegen gar keinen Plan. Man kann den ja auch nicht irgendwie rausnehmen. Okay, ich habe mir mal einen Tipp geholt und der sagt, man soll im Klo nach oben swipen. Dann, oh, da kommt das Pikachu. Da kommt ein Pikachu raus und das Pikachu können wir fangen. Hier, Pikachu, du gehörst mir. Ja, wir haben ein Pikachu gefangen, ein Scheiß-Kachu. Wow, witzig. Okay, dafür brauchte ich aber wieder einen Tipp. Ich brauche viel zu viele Tipps. Aber ist auch klar, die wollen ja auch irgendwie Geld verdienen. Okay, wir wollten gar nicht das komische Bucket-Pokémon haben. Wir wollten das Pikachu haben, das sowieso viel mehr wert ist. Na gut, dann jetzt hier Level 20. Das sieht aus wie so ein Cookie-Clicker-Ding. Da haben wir auf jeden Fall wieder so eine komische Spinne. Ja, normal bei diesen Cookie-Clicker-Dingern ist das so, dass man sich Geld verdienen muss durch halt klicken. Und dann kann man sich irgendwann Verbesserungen holen, dass er hier zum Beispiel automatisch klickt und so. Probier das einfach mal 100 Mal raufklicken. Ja! Ist garantiert falsch, weil man sowieso nie das machen soll, was man tun soll. Okay, bei 100 resettet er sich einfach. Toll, ich mein, blöd, Mann. Wenn wir da X drücken, wir wollen, ist auch falsch. Okay, also das ist falsch, draufklicken ist falsch. Bis zu 100 machen ist auch falsch. Können wir das vielleicht irgendwie wegstreichen und uns andere Verbesserungen holen? Auch nicht. Können wir ihn irgendwie streichen? Bringt auch nichts. Und wenn wir hier einfach eine Zahl umändern oder so? Vielleicht das Dollarzeichen? Bringt auch alles nichts. Was kann man denn noch machen? Ohne Tipps ist dieses Spiel echt hart irgendwie. Wir können ihn anklicken, aber das ist ja anscheinend falsch. Wir können ihn ganz häufig anklicken. Bei 100 sagt er aber, ja, es ist Kacke. Aber auf 100 kann man sich erst die Kacke hier holen. Was willst du denn von mir? Jo, ich muss einen Tipp nehmen. Mal gucken, was der Tipp mir sagt. Ah, jetzt ist es schon zu spät. Guck mal, wir können jetzt keinen Tipp mehr nehmen. Sonst wird er nämlich sagen, mach das und das. Moment. Das heißt, wir müssen das irgendwie vorher schon machen, bevor wir hier irgendwas klicken oder so. Wir haben jetzt einen Tipp, okay. Können wir den jetzt einsetzen? Ach, man muss einfach nur die 100 woanders hinziehen. Da kommt doch gar keiner drauf, jetzt ohne Witz. Du ziehst... Okay, man braucht also wirklich 100 dieser Dollar, aber man musste nur einmal klicken. Oh mein Gott. Okay. Trollschirm. Okay. Mortal Kombat, wie es aussieht. Okay, ja, Trollschirm. Ja, ich hab dich zu Tode getrollt. War locker falsch. Ja. War ja klar, wäre auch viel zu einfach. Okay, das heißt, wir sind der Dude hier und wollen den anderen irgendwie kaputt hauen. Ist nur die Frage, wie? Können wir einfach seine Lebensleiste kleiner machen? Scheinbar nicht. Und wir sind traden, oder was? Wenn wir unsere eigenen Leben einfach hochziehen, das geht diesmal auch nicht. Hm, was könnte man noch machen? Er zittert ja mit seinen Armen irgendwie so komisch. Wir müssen bestimmt irgendwas streichen, aber mit den Leben können wir nicht höher machen oder weniger. Dann, okay, er zieht seine Maske runter. Vielleicht können wir ja seine Maske runterziehen. Wie wär's denn damit? Oder so, von mir aus. Wir ziehen ihn einfach die Hose aus. Oh nein, ich hätte keine Lust mehr weiter zu kämpfen.
Ja, witzig. Okay, weiter geht's. Okay, das ist auf jeden Fall Dark Souls, wie es aussieht. Hier ist wieder so eine komische Spinne. Nummer 7 von 10. Unser Schwert ist kaputt. Wir sind traurig darüber. Ja, setz dich hin. Ah, dann kriegen wir Leben dazu. Nein, nein, du kleiner Doggo. Wieso machst du denn mein Feuer aus? Du ein Bastard. Okay, also wir kriegen Leben dazu, sobald wir uns hinsetzen. Das ist unser Lagerfeuer. Klassisch Dark Souls-like. Und das Ziel ist wahrscheinlich, dass wir volle Leben bekommen. Jetzt müssen wir irgendwas tun, damit der Hund uns nicht das Feuer ausmacht. Ja, würde ich sagen, wir ziehen einfach das Schwert raus, oder? Geht nicht. Weil unser Schwert ist kaputt, dann können wir nichts machen gegen den Hund. Oh, hier. Wir können irgendwie irgendwas mit dem Helm machen. Schon wieder derselbe Hint hier. Okay, jetzt sind wir der Trolltypi. Langt das schon? Ist der Trolltypi so böse, dass er den Hund was antun würde? Nee. Okay, der langt noch nicht. Zumindest schon mal Part 1 des Rätsels. Hier sind wieder unsere Gollum-Gestalt. Ja, tötet den Hund. Aber der Hund ist doch so süß. Aber er macht unser Feuer aus. Aber wir können doch kein Lebewesen töten. Wir sind hier in Dark Souls. Fressen oder gefressen werden. Aber was sollen wir nur tun? So sind wir gerade drauf. Vielleicht können wir jetzt das Schwert daraus ziehen. Oder wir machen irgendwas mit diesen Schädeln hier unten. Hier, mach was mit den Schädeln. Ich weiß es nicht. Was können wir denn noch machen? Wir sind jetzt dieses Trolltypi. Können wir uns nochmal. Nein, mach irgendwas. Töte das Hundi. Töte ihn. Oh. Ich habe versucht, auf ihn drauf zu klicken, aber ging nicht. Aber vielleicht jetzt? Töte ihn, bevor er was macht. Töte ihn. Du bist ein Niemand. Du bist ein Versager. Wieso killst du ihn nicht einfach? So, das ist ja schon mal Nummer 1. Aber was müssen wir denn jetzt machen? Irgendwas mit dem Schwert, glaube ich. Oder unser Schwert da reinhalten oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir dann so ein Feuerschwert haben. Halt einfach dein Schwert da rein. Mach dir ein Feuerschwert. Geht das nicht? Jetzt? Was? Magst du Bratwurst? Jetzt. Hä? Jetzt hat er es trotzdem ausgemacht. Wieder falsch oder was? Moment. Ach, wir können das jetzt essen? Ja, geil. Ja, easy peasy. Okay. Witzig, man muss mehr als einmal richtig liegen. Interessant. Okay, Level 23. Ja, komm, eins machen wir noch. Okay, ja, hier kriegst du hier deine Klopapierrolle. Irgendwoher kenne ich dieses Spiel, aber ich weiß beim besten Willen nicht, wie das heißt. Das ist jetzt wieder falsch, was wir machen. Und ich habe leider nichts mehr. Nein, bitte verprügel mich nicht. Ich habe mein Bestes gegeben. Okay, so what are we going to do? Das offensichtlich. Okay, aber das kann es doch nicht gewesen sein. Okay, wir sind seine Mumie. Die Trollmumie des Jahrtausends. Hast du Angst? Okay, der hat Angst vor uns. Haben die anderen auch Angst vor uns? Achso, jetzt können wir hier einfach raufgehen. Wir spülen uns selber weg. Okay, das wird sowas von mein Thumbnail werden. Moment, ich muss das noch einmal ohne den Hit machen. Das ist ja super witzig. Hier, roll dich selber ein. Verschreck den. Das finde ich irgendwie witzig. Okay, schön, dass im letzten Rätsel noch so ein trolliges Zeug kommt. Und ui! Ja doch, das gefällt mir. Das ist ganz mein Humor, Leute. Sich selbst wegspülen, nachdem man sich davor in Klopapier eingerollt hat. Doch, das ist witzig. Gut, mit diesem witzigen Endrätsel verabschiede ich mich dann von dieser Folge. Wir haben noch 9 Stück vor uns. Die mache ich dann in der nächsten Folge und dann sollten wir auch durch sein, endlich mit diesem Spiel. Ja, bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Könnt mir ja sagen, welchen ihr am witzigsten fandet von den 5. Ne, von den 6. Wir haben ja auch noch diesen Pokey-Stop gemacht. Von den 6, die wir heute gesehen haben. Ne, wir haben nur 5 gemacht. Von den 5, Leute. Wir haben nur 5 gemacht. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.